Meine Freunde, Alpha Kevin hat ein Meinungsvideo mal wieder rausgehauen auf seinem Hauptkanal. Wir gehen rein. Es geht hier um Familienblogger. Das ist anscheinend zurzeit der heiße Scheiß. Ich habe sehr starke Schmerzen und das jetzt schon. Wir gehen rein und gucken uns an, was Alpha Kevin zu dem schlimmsten Familienblogger zu sagen hat. Junge, was uns da erwarten wird. Die schlimmsten sind doch eigentlich die 8 Passenger. Ich bin sehr gespannt. Stellt euch vor, der Top-Kommentar unter eurem letzten Video lautet wie folgt. Imagine, die einzige Privatsphäre, die du im Leben hattest, war im Sack deines Vaters. Und wenn das dann auch noch Anklang findet, dann sollte man sich definitiv Gedanken machen. Nun ja, die Rede ist hierbei heute von Chibo, aka Cheng Löw und Sabibo. Und richtig gehört, das ist Sabibo? Die doch alibimäßig für ApoRed? Checkst du? Aussagen wollte? Der Cheng, die alte OG-Legende von der Longboard-Tour. Aber es war Spaß! Simon! Ich habe sehr, sehr stark geschmerzt. Und nein, tatsächlich war Cheng nie wirklich von der Bildfläche verschwunden, wie das einige dachten. Wer ist das und warum schreit er so rum? Denn er hat auf YouTube fleißig weiter durchgezogen und lebt mit seiner Frau und seinen mittlerweile zwei Kindern in Indonesien. Und als ich mir dann ein Video von Dena anschaute, wie er Cheng besuchte, dachte ich mir auch so, Alter, Cheng, der hat es wirklich geschafft. Junge, der hat ein geiles Haus, der hat einen privaten Koch, was will man mehr? Und gleichzeitig dachte ich mir auch, dass es Cheng demnach auch absolut nicht nötig hätte, seine Kinder in gefühlt jedes Video mit reinzuziehen für Klicks. Wow. Doch was mir auf dem gemeinsamen Kanal Chibo, also der Kanal von Cheng und von Sabibo, aufgefallen ist, das ist wirklich mies. Cringe. Besonders ihr Video bzw. Thumbnail ist gottlos ohne Ende, dazu kommen wir aber später. Aber stellt euch jetzt einfach mal vor, ihr fandet damals schon die Harrisons zu krass mit der ganzen Vermarktung rund um ihre Familie. Dann ist halt das, was die beiden auf dem Kanal Chibo machen, nochmal um einiges absurder. Oh, und das nee. Zieht sich tatsächlich schon seit Ewigkeiten durch. Was? Das wurde nie wahrgenommen oder was da los? Was ich noch gar nicht wusste. Beginnen wir nun mit der Schwangerschaft Nummer 1. Die Rede ist hierbei von Mila, der Erstgeborenen. Schon bevor die Kleine geboren wurde, kamen unzählige Videos über sie online und das Ganze waren auch nur gut und gerne 25 Videos und das allein vor der Geburt. OMG, wir sind schwanger. Schwangerschaftsupdate. Reaktion auf Schwangerschaft. Kein Kinderzimmer für Baby. Narben and Baby Update. Welche Sprachen für Baby Chibo? Wir spüren das Baby. Geschlecht erkannt. Hochzeit vor der Geburt. Das sind alles einzelne Videos, die monetarisiert sind wahrscheinlich. Boy or Girl, Gender Reveal. Oder? Die haben schon Cash mit dem Baby gemacht, bevor das Baby auf der Welt war. Ja. Boy or Girl, Gender Reveal. Erstes Spielzeug für Baby. Schwangerschaftsupdate. Baby Howl. Fehlt am besten nur noch, dass sie zeigen, wo das Kind gezeugt wurde. Wo ja, wurde Alex. Das Baby gezeugt? Emotional Damage. Was? 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 Am besten auch noch wie. Eigentlich am besten auch noch wie. Und Cam vom Spermium in die Eizelle, so. So ein Ding. Von vornherein mitgenommen werden. Das Kind ist auf jeden Fall bei uns zu Hause entstanden. In dem Haus von meinen Eltern. But who asked? Kinderzimmer. Danke für die wichtige Information. Das wollte wirklich jeder wissen. Kinderwagen, welche Farbe? Alleingeburt unter Mondschein? Wir heiraten noch vor der Geburt. Neues Babybett. Sabibo bekommt ihren Traumwagen. Kliniktasche packen für Geburt. Babybauch-Shooting. Schmerzfreie Geburt. Einführen. Pumpen. Dehnen. Das klingt falsch. Sollen wir unser Baby zeigen? Und bei dem Video wurde ich dann tatsächlich hellhörig. Denn wenn man weiß, dass das Kind bzw. mittlerweile die Kinder in sämtlichen Inhalten veröffentlicht werden, dann scheinen die ja die Gefahren nicht wirklich beachtet zu haben. Doch lustigerweise juckt das scheinbar Cheng und Sabibo nicht, denn sie wussten sehr wohl über die ganzen Konsequenzen, die es mit sich ziehen könnte. Aber sie scheißen halt einfach drauf. Was ist der Hauptgrund, weswegen Leute sagen, man sollte keine Kinder in irgendeiner Form im Internet präsentieren? Ja, weil es zu viele Psychopathen gibt, die das... Nein, Perverse. Es sind Perverse, nicht Psychopathen. Nicht jeder Psychopath hat ein Interesse an deinem Kind. Wir sollen da jetzt nicht alle Psychopathen unter den Bus werfen, das ist gemein. Auch viele Psychopathen denken sich, ah, wieso soll ich irgendwelche Perverse mein Kind zeigen? Ist ja mein Kind. Ja? Das ergibt ja keinen Sinn. Irgendwelchen Löwen meinem Kind zum Fraß vorzuwerfen. Warum? Was sollte das? So, dann brauchen wir es ja gar nicht erst kriegen. Auch das kann der Haus- und Hof-Psychopath rationalisieren.
das Material quasi, dieses Foto von einem Kind missbrauchen könnten, indem sie sich da einen runterholen oder keine Ahnung, also die ganzen pädophilen Spastis da draußen. Genau, solche kranken Leute könnten sich diese Bilder angucken und falls dann da irgendwelche komischen Gefühle aufkommen, könnten sie halt auch mehr als jetzt nur, sagen wir mal, wenn die zu Hause sitzen und ihr Ding machen, gut, ist immer noch auf Distanz, ist irgendwo moralisch nicht vertretbar so, aber die machen so ihr Ding. Aber was halt dann Next Step wäre, ist, das reicht doch schon. Das reicht doch schon. Das reicht doch schon völlig. Wenn ich als Elternteil weiß, dass da irgendwo jemand sitzt und der sich die Palme am Wedeln ist, so, dann ist mir, dann denke ich mir, ja gut, der ist weit weg. Das reicht doch schon. Allein die Tatsache, dass das tun könnte, reicht doch schon. So, und keine Ahnung, wenn der Spielplatz 200 Kilometer groß ist und der auf der anderen Seite sitzt mit der Fernglas, so ist er auch weit weg, so. Und trotzdem würde ich mein Kind nicht auf dem Spielplatz spielen lassen wollen. Das reicht doch schon, dass er das tun könnte und dabei sehen, nee, das ist schon ein Argument genug. Das reicht schon völlig als Argument. Dass sie, keine Ahnung, am Kindergarten auflauern. Eine andere Sache, ein negativer Aspekt wäre auf jeden Fall, dass man das ja für dieses Kind entscheidet. Dass man vielleicht eines Tages das Kind zu dir kommen kann und sagen kann, du Mama, Papa, warum habt ihr diese Fotos von mir veröffentlicht? Finde ich nicht so cool. Habt ihr nicht mit mir abgesprochen? Okay. Also die beiden, die haben schon über die ganzen Gefahren gesprochen und man könnte jetzt meinen, aufgrund der ganzen Szenarien, dass es sie abschreckt, eben das Kind zu zeigen. Aber nee, das genaue Gegenteil ist eingetroffen. Mila, also deren erstes Kind, hat übrigens einen Instagram-Kanal. Sie ist ein unseliger dem Kind einen eigenen Instagram-Kanal gemacht. Das ist nochmal auf einem anderen Level weird. Die haben dem... Weißt du, wir sitzen hier und regen uns über die Jindawis und über die Harrelsons auf und die haben dem Kind einfach einen eigenen Instagram-Kanal gemacht. Das ist... Was? Ja, das ist ohne Witz, Alter. Postings zu sehen und wenige Tage, nachdem sie über die Gefahren gesprochen haben, wurde Mila überall auf YouTube gezeigt. Ich meine, am Ende des Tages ist es die Entscheidung der Eltern, wie sie damit umgehen. Allerdings ist das schon sass, wenn man wenige Tage zuvor ein Video aufnimmt, was für Konsequenzen das haben kann und kurz darauf zeigt man das Baby in gefühlt jedem Video in aller Öffentlichkeit. Und aber mit diesem Baby wurde dann auch unfassbar viel Content. Also lost so. Du machst doch nicht vorher ein Video, zeigst auf, dass dir die komplette moralische Problematik dahinter bewusst ist, um dann danach drauf zu scheißen. Das machst du doch nicht. Wie dumm ist das denn? Ich meine, einen größeren Mittelfinger kannst du doch gar nicht zeigen. Produziert? Ich meine, bringt ja auch gute Klicks. Machen wir uns nichts vor. Aber die Fülle, wo man das Kind entweder im Titel oder im Thumbnail sehen kann, das ist schon wirklich viel. Man kann ja darüber diskutieren, ob man in Bezug zu Familienthemen mal das Kind irgendwo mit zeigt. Aber das hier wirkt halt im Prinzip so, als wäre das Kind der Aufhänger für viele Klicks. Und genau das finde ich ziemlich bedenklich, zumal die ja schon zuvor über die ganzen Gefahren gesprochen haben. Nun ja, 3 Jahre sind vergangen und es hat sich nahezu gar nichts verändert. Man sah Mila aufwachsen und sie dokumentierten das Ganze in Videoform und alle möglichen Fragen rund um das Kind wurden halt beantwortet. Sei es halt drum, wo sie zur Schule gehen könnte, wer wem ähnlicher sieht oder welche Informationen wir noch alles so brauchten. Ich habe grundsätzlich sehr empfindliche Nippel. Ah ja. Na gut, aber zwischendurch... Faktenbasierter Politik. Ich... Stell mal vor, du guckst dir all diese Videos an, Mann. Hatte man immerhin mal kurz das Gefühl gehabt, dass nicht nur noch Mila der Content ist. Das hatte den Grund, dass Cheng und Sabibo immer mal wieder zeigten, wie sie ihr Haus bauen, beziehungsweise wie sie dort Dinge einrichten. Aber dennoch kam dann trotzdem vermehrt wieder Content rund um Mila. Und bevor ich jetzt noch 100.000 Mal Mila sage, gehen wir nun über in das Jahr 2023. Und da kam die nächste Ankündigung, denn ihr zweites Kind ist nun endlich auf dem Weg. Und diesmal wurde natürlich auch Content-Maschine Nummer 2 gestartet, denn es entstanden allein schon vor der Geburt wieder folgende Videos.
Videos. Wir sind wieder schwanger. Reaktionen auf Schwangerschaft. Mit Baby auf Weltreise. Wo wird das Baby geboren? Es wird ein Junge. Hausgeburt in der Villa? Schwanger durch den Dschungel. 20 Wochen schwanger. Man kann das Geschlecht sehen. Es ist ein Junge. Boy or Girl? Sabibu geht schlecht. Erste Wehen. Kliniktasche packen für die Geburt. Hier wird das zweite Baby geboren. Mit 7 Tage altem Baby fliegen? Kurz vor der Geburt. Schwanger für 24 Stunden. Baby Mama Dance. Geburtsbericht von Baby Nummer 2. Alles entspannt, Leute. Das waren jetzt bloß 20 Videos, die vor der Geburt entstanden. 20 Videos vor der Geburt. Alles easy peasy. Das war beim ersten Kind noch viel, viel mehr. Doch welche Informationen liegen uns nun schon wieder beim Neugeborenen vor? Nun ja, es hat mit sage und schreibe 0 Jahren einen eigenen Instagram-Kanal. Und genau dieser Kanal wird ebenfalls wieder ausdrücklich von den Eltern betrieben. Mensch, dieses Verantwortungsbewusstsein ist wirklich immens stark. Und was mir besonders gefällt, das sind die letzten 4 Beiträge von Cheng. Da sieht man schon das Kind am 2. Tag nach der Geburt an der Brust seiner Mutter. Und nach einer Woche wurde es dann fast komplett nackt veröffentlicht. Außerdem gibt es ja noch den Geburtsbericht. Und der hat es wirklich in sich. Ey, also Witz, ich weiß wirklich nicht, was diese Menschen sich dabei denken. Es geht halt komplett zu weit. Es geht halt komplett übers Ziel hinaus. Ich verstehe doch, wenn du im Internet stehst so, und du willst dann auch ein bisschen, du kannst das Gesicht verpixeln, du kannst ein bisschen, du musst dir doch vor Augen halten. Da ist ein Mensch, der kann keinen Consent geben. So, und auch der hat ein bisschen Privatsphäre verdient. So. Und das Kind da einfach halb nackt irgendwo abzulichten, das ist halt einfach nur weil es ein Kleinkind ist, so. Das ist komisch, Mann. Jetzt nicht direkt inhaltlich, obwohl auch die Schwangerschaft nicht prickelnd gewesen sein soll. Das waren zumindest Grüße. Die Erzählungen in diesem Video. Aber man hat sich extra zu zweit auf dieses Bett gehockt, das Kind in der Mitte in den Hintergrund gelegt, damit man es auch sehen kann, um dann vermutlich entweder mehr Klicks zu bekommen oder irgendwie bessere Reaktionen zu haben. Und das Heftigste kommt jetzt noch, also schnallt euch unbedingt an. Die Top-Kommentare unter dem Video lauteten wie folgt. Thumbnail geisteskrank. Die einzige Privatsphäre, die du im Leben hattest, war im Sack deines Vaters. Muss sowas auf YouTube sein? Das Thumbnail geht halt echt nicht. Dieses Thumbnail, du hast sie ja nicht mehr alle. Das Thumbnail geht ja gar nicht. Das Thumbnail ist so bodenlos. Sorry, aber das gehört nicht ins Internet. Ich finde es ja schon ziemlich kritisch, dass ihr eure Kinder ins Internet stellt. Aber das toppt ja alles. Hoffentlich hagelt es ordentlich Kritik. So, und ich zeige euch jetzt, wie das aussieht. Nicht wundern, ich musste das wahrscheinlich jetzt noch ein Stück nachzensieren. Denn ich kann mir nicht vorstellen, dass das YouTube so nice findet, wenn man eine Frau in einer ganz komischen Position sieht. Aber die Kommentare, die beziehen sich auf dieses Bild hier. No. Das ist wirklich... Das ist das Thumbnail, Alter. Ich meine, es ist alles natürlich und sowas, ne? No shaming hier an der Stelle, ist alles natürlich und so. Aber jetzt, wir müssen uns mal vor Augen halten, das ist das Thumbnail, Alter. Das Thumbnail wurde bereits geändert. Das macht doch... Allein, dass das so passiert, ist doch schon lost genug, Alter. Also... Du brauchst doch nicht deine Frau in dem wohl bedeutsamsten Moment ihrer Entbindung so darstellen, einfach nur um Klicks zu ziehen. Es reicht doch, wenn du die Tatsache, dass sie dort liegt oder im Bett ist, also du kannst sie auch im Bett liegen zeigen, verpixeln oder auch nicht, und dann sagt, ne, Entbindung. Alle wissen, was gemeint ist. Und Alpha Kevin hat das verpixelt. Alpha Kevin hat das verpixelt. Komplett geisteskrank, wenn ihr mich fragt. Also man kann ja gut und gerne über die Geburt sprechen. Ja, natürlich. Alles tippitoppi. Aber was zum Teufel hat dieses Thumbnail mit diesem Inhalt oder dem Video zu gar tun? Nichts. Also for real, die saßen in dem Video nur auf dem Bett und haben über die Geburt gesprochen. Die haben nichts eingeblendet. Und im Thumbnail sieht man einfach Sabibo, wie sie dieses Kind gebärt. Ich... halte das alles nicht mehr aus. Also der Satz mit der einzigen Privatsphäre des Kindes noch vor der Geburt ist tatsächlich nicht mal so krass übertrieben. Das geht meines Erachtens nach wirklich zu weit und hat für mich auch absolut nichts im Internet verloren. Ich meine, man hat sich ja bewusst dazu entschieden, dieses Bild ins Thumbnail zu packen, obwohl das gar nichts mit dem Video an sich zu tun hat. Und keine Ahnung, das kannst du dir wirklich nicht ausmalen. Aber gut, das ist momentan auf YouTube los. Ich persönlich finde, dass Cheng und Sabibo mit diesem Content, diesen Thumbnails und diesen Content machen rund
rund um das Kind viel zu weit gehen. Wenn man vielleicht mal in Bezug zum Familiencontent ein Bild postet oder ein angenehmes Video. Alles in Maßen und vor allen Dingen mit der Perspektive, dass auch ein neugeborenes Kind oder ein kleines Kind Privatsphäre hat, besitzen sollte. Dann geht da einiges. Man muss das nicht kategorisch verbieten, aber man sollte sich halt sich der Verantwortung bewusst werden. Man ist halt ein Elternteil in dem Fall. Da sollte man auch dementsprechend sich verhalten. Postet. Ey, okay, kann man vielleicht noch drüber hinwegblicken. Aber holy shit, hier wird ja gefühlt alles rund um das Kind gepostet, weil es wahrscheinlich Klicks bringt. Ich meine, die Kinder sind 0 und 3 oder 4 Jahre und haben einen eigenen Instagram-Kanal. Sehr, sehr weirde Nummer. Denen sei natürlich alles Glück der Welt für die Familie gewünscht. Aber bitte bedenkt auch an der Stelle, dass alles, was ihr ins Internet stellt, im Internet bleibt und bewertet und beurteilt werden kann. Und dann könnte das Ganze nämlich auf die Kinder wieder zurückfallen. Und ob die so zufrieden mit solchen Bildern sind, weiß ich nicht. Es ist halt ohnehin schon kritisch, die Kinder mit für den eigenen Content mit einzubeziehen, aber diese Masse an Videos und Inhalten, finde ich, ist schon wirklich zu viel. Schreibt gerne mal in die Kommentare, wie ihr das so seht. Findet ihr, man kann schon die Kinder im Internet zeigen oder sagt ihr, nee, die haben da wirklich noch nichts verloren? Lasst es mich gerne wissen, dafür ist die Kommentarsektion da und bitte like das Video wirklich. Ich habe sehr, sehr starke Schmerzen gehabt bei der ganzen Recherche und beim Bearbeiten des Videos. Ja, und damit wünsche ich euch noch einen wunderschönen Tag und wie heißt das so schön? Ich sagen. Denk schnell ans Wänkchen. Ey, ohne Witz. Kevin und... Sobald mir das möglich wäre, würde ich meine Eltern verklagen, hätten sie mir das angetan. Sobald mir das möglich gewesen wäre, hätte ich die verklagt, oder? Aber sowas von, mit Anlauf. Ey, das ist halt einfach völlig bodenlos.